Spiele gesehen. Welche Fünfte oder Fünfte? Ist das die rechte? Die rechte mit die große? Das ist aber gar nicht so einfach. Wir kriegen die da gar nicht drauf, doch. Kriegen die da drauf. Heute ist der 10. September und das ist unsere erste Station in Pirna an der Elbe. Und das ist Christine. Das ist die Elbe. Nee, da hast du gesagt, guck mal, so eine Mütze. Ich sehe dich jetzt ja nur von hinten. Jetzt. Dann wieder schnaufen. Ja. So, das ist jetzt Pirna von oben. Und das ist der Biergarten. Den trinkt man jetzt gleich leer. So halbwegs geht das schon. Da muss ich auf den Giebel halt hochziehen. Dann geht das schon. Ja, gleich, sofort. So, und ein Original. Na, wunderbar. Ich nehme noch ein Pfeffer. Noch Pfeffer? Ja, ja, auch. Hm? Zwei? Das macht ja auch noch. Vier? Dann bestimmt. Original. Thank you.
Was ist denn Melone? Das ist ein Melone. Wo ist die Melone? Es ist Montag, der 11.9.2017. Wir stehen im Turner am Marktplatz und starten auf unsere Tour auf dem Sächsischen Weinwanderweg. Die erste Etappe führt uns heute nach Pillnitz und es startet am auf der anderen App-Seite. Dort ist auch noch mal eine Übersichtstafel, wo es lang geht. Und dann lese ich euch auch vor, was auf meinem Blattpapier steht. Dankeschön. Gut, das heißt, ich mach dann noch mal weiter. Ich gehe extra vor zum Filmen und ihr bleibt da hinten stehen.
Das sind an den Bäumen, oder was? Wir sind hier im Weingut, das leider nicht offen hat. Ja, da hängen die Trauben. 50 Trauben hängen viel zu hoch. So ist es. Und hier sind die schönen Weinberge. Das ist das Schloss Pillnitz. Oh, das Schloss ist das, ne? Mit den vielen Türmchen. Hier vorne ist die Kirche. Das ist Christine, das ist Regina. Ohne Türmchen. Und das ist nochmal Christine. In Polen, ja. In ich bin mit dem Schiff angekommen und war vor dem Schloss. Das kam mir vor 11 Sekunden. Fange ich doch mal an hier. So, das ist Zander. Lutz alias Fressack ist Schlachtplatte. Christine weiß ich nicht. Was ist du? Tafelspitz. Tafelspitz sieht auch schön aus. Das ist Segediner Gulasch. Richtig. Und nochmal Segediner Gulasch. Richtig. Und dann einmal schöne Sülze für Dieter. Wir stehen vor der Elbterrasse Wachwitz in Alt-Wachwitz und begeben uns jetzt auf die zweite Etappe unseres Wanderweges. Es beginnt auf der anderen Straßenseite und wir kommen dann, wenn alles gut geht, an die Fähre, setzen mit Christines restlichen Fährkarten über und gehen dann in die Altstadt. Tja, dann lassen wir aber Papiere zurück. Ja, das ist jetzt die berühmte Himmelsleiter. Erster im Himmel, Petrus, öffne die Pforte. Da hört man wieder meinen Schnaufen im Film. Ich hab ja Wärme. Langsam, Peter. Langsam fallen. Nein, bitte nicht gar nicht. Danke. Das ist der Steinweg und kommt runter von der schönen Aussicht, die leider keine war. Jetzt, ach, geht die so langsam? Nee, oder? Nee, jetzt gibt er Gas. Was ist das jetzt? Die Löschnitzer Schwebebahn. Löschwitzer Schwebebahn. Erbaut 1902. Eins. Na gut. Eins haben sie angefangen, zwei waren sie fertig. Ja. Es geht, also hier geht's auf dem Gitter. Das haben wir ein bisschen hinne machen da. Na, jetzt wird's aber schneller, schau. Jetzt wird es ja schneller. Hey, morgen gut. Weiter. Gut.
Heute hält er mit 10 Meter auf Film kommt, das ist aber alles. Ist bestimmt. Ja, der darf schon auf den Film kommen. Das macht nichts. Damit das nicht abrasiert, das hängt schon ziemlich runter da. Oh. Regina zeigt mir nur ihren Hintern und ihren Rücken. Den schönen Rücken. Den schönen Rücken. Christine kruschelt am Boden. Und das ist jetzt das blaue Wunder, das gar nicht blau ist. Ja, schön. Ja, geht noch weiter. Zumindest hat es eine schöne Fahne. Was für eine Aussicht so. Neue Meister, zwei große Galerien fertig. Meister Porzellansammlung. Und hier kann ich auch mal den ganzen Tag arbeiten. Hier sind wir im Schloss in Dresden.
Mutter ist Mufflon. Genau. Hildegard von Bingen, irgendein Knödel mit Zander und Christine Ziegenkäse. Kräutersalat. Ne, den Teller machen. Den Teller von Lutz machen wir jetzt extra. Dann mach mal die Hand weg. Ja, das ist Lutz, das ist der erste Gang. Oh, es gibt Megabeitel, das ist sehr schön. Und Fisch. Dritter Tag. Heute ist Mittwoch. Und es regnet. Heute geht es nach Radebeul. Und die zwei haben ihre gelben Jacken vergessen. Wir sind jetzt in Dresden an der Autobahn. Ausfahrt Wildermann. Das war der Bismarckturm. Bis dahinter immer noch, das ist der Wasserturm. Das gibt gerade Bäume.
Aber da in dem einen Gehirn hat der einen schon genervt. Guck mal hier, die leben fast oben drüber. Bei Regina gibt es Spaghetti, dann gibt es zweimal Omelette, einmal bei Dieter und einmal bei Peter. Dann gibt es bei Lutz gibt's eine kleine Calzone, bei Christine gibt es eine Pizza mit scharfer Salami, bei Christine gibt es Salat mit Kalbsleber und bei mir gibt es Penne mit, weiß ich nicht, Kalbsstreifen und Partisanenkäse, genau. Und jetzt kommen sie alle her. Die würden jetzt gern wahrscheinlich alle fressen. Super. Jetzt sind wir hier am Wasserturm. Ne, raufklettern dürfen wir nicht, der ist gesperrt. Hier sind ja auch wieder so viele Büsche davor. Hier am Wasserturm, wir sind noch nicht ganz am Beginn. Jetzt gibt es die Verkündigung. Was ist heute für ein Tag? Heute ist Donnerstag, der 14. Spitz am halben Mal. Ich muss jetzt gucken, wo es losgeht. Wir beginnen unseren Tagesabschnitt an der Ecke Gerhard-Hauptmann-Straße, Mittlere Bergstraße, in den Kühnersweg, überqueren den Hauswerkweg und so weiter und so weiter. Beim Weingut Matthias mit einer Straußwirtschaft genießen wir in familiärer Gemäße Atmosphäre gekälterte Weine, auch einen leckeren Kernersekt kredenzt die Hausherrin, die mit einem Ungarn verheiratet ist. Hoffentlich noch. Nach der Pause folgen wir der Wegemarkierung in den Spitzgrund bis zum Spitzgrundteich. Und da endet bereits heute unsere Wanderung, den Rest legen wir euch dann morgen vor.
wir sind jetzt hier auf der Sternwarte. Und der Wind geht wie Sau. Ja, den habe ich schon, die habe ich schon fotografiert. Das ist jetzt Schloss Wackerbarth. Vorne ist Gasthaus, ja. Hier sitzt wie die Hühner auf der Stange. Christine hat Apfelstrudel. Die Christine hat, was ist das? Schokosoufflé. Rote Grütze. Lutz hat auch rote Grütze, Dieter auch rote Grütze. Regina hat Apfelstrudel. Und Peter hat einen Kinderbecher mit Smarties. Schauen wir mal. Lendenbraten, Sulze, Ochsenbäckchen, nochmal alles Lendenbraten. Wie langweilig. Ja. Wir setzen fort auf der eigentlich vierten Etappe, obwohl wir die fünfte vor uns haben. Nach der Pause folgen wir der Weg noch hier in den Spitzgrund. Haben wir gemacht, wir haben ganz lange Pause gemacht. Wir haben da geschlafen über den Folgen wir dem Pfad nach rechts und erreichen Weinböhler. Der staatlich anerkannte Erholungsort kann für sich in Anspruch nehmen, dass er als einziger Ort den Wein im Ortsnamen führt. Auf dem Spitzberg haben wir eine gute Aussicht auf das Elbtal und Coswig. Über den Fuchsberg mit Schutzhütte
Gehweg, Neuenweg und dem Weg am Pogel kommen wir zum Schloss Lauben, einem ehemaligen Weingut aus dem 17. Jahrhundert, dritte Wohnung. Entsprechend der Wegemarkierung, Bergsiedlung, Bäckersche Hofstraße, Laubenplätze, Silvis erreichen wir nun den ersten der drei Weinböhler Türme, den Friedensturm. 1902-3 erbaut, 99 restauriert, bietet eine umfassende Aussicht von Meißen bis zum Osterzgebirge. Auch der nächste Turm über Hohe Straße, Moritz-Borstadt-Hausstraße, der Ende des 19. Jahrhunderts erbaute König-Albert-Turm. Ausleihe des Turmschlüssels bei der Touristeninformation ermöglicht eine grandiose Rundsicht bis 60 Kilometer. Schließlich Turm Nummer 3 nach weiterer Asphaltstrecke. Der Wartturm, erbaut 1900 im Volksmund Ruine genannt, ist der höchste Punkt von Weinböhla, über 200 Meter über normal Nord. Von hier blicken wir auf den Ratz, Weinberg und das Elbtal, nachdem wir in die Nordstraße rechts einmal betreten wird. Die Flure von Niederau. Und dort würde ich euch dann den Rest vorlesen. Wir sind aber noch nicht am Ende der vierten Etappe. Das ist jetzt der König-Albert-Turm. Leider haben wir den Schlüssel nicht gekriegt und konnten nicht rein. Aber er ist auch so sehr schön. Das ist jetzt hier die Buschmühle. Hier kommen ein paar müde Wanderer. Wir sind jetzt im Wasserschloss Oberau. Das ist die Ortschaft und die Kirche. Und das ist jetzt das Wasserschloss. Aber noch erwärmen. Kannst du ein bisschen schwänzeln? Keiner tut dir was. Keiner tut dir was. Thank you.
Ja, ich bald da. Was? Christine hat eine Haxe, Christine hat ein Hecht, das ist zweimal Rippe, Dieter und Lutz und nochmal Kapphecht und Peter. Lassen Sie sich gut schmecken, Herr Kollege. Sülze, ah, super. Samstag, 16. Ja. Gut. Schneller. Schönes, süßes Schweißbier gibt es hier. Hast du das schon gelesen? Was habe ich hier? Schönes, süßes Schweißbier. Krümel, letzte. Jetzt kommt 9.2017, wir sind auf der letzten Etappe, der 7. Tag Wanderung von Meißen nach Diesfahr-Solzlitz. Über 14 Kilometer geht seit 4,5 Stunden. In der über 1000-jährigen Stadt Meißen empfehlen wir Ihnen eine Stadtkugel und die Besichtigung der Porzellanmanufaktur Meißen. Die Produktionsstelle des ersten europäischen Porzellans mit Schauwerkstätten der weltweit größten Sammlung Meißener Porzellane. Um auf direktem Weg vom Elbtal wieder auf die Anhöhe und in die Weinberge zu gelangen, empfiehlt sich der Weg über die 13 Stufen. 224. Auf der Anhöhe angekommen, können Sie die Aussicht zur gegenüberliegenden Alfredsburg bis weit zurück nach Dresden genießen. In Froschwitz führt der Weg zum Schloss des Prinzen zur Lippe. Gäste sind auf dem Maingut Schloss Froschwitz und zahlen ihrer Willkommen. Wir auch, da gibt es Weinburg. In der Winothek des Weingutes können Sie sich ganz selbst von der hohen Qualität der Weine der erlesenen Edelbrände, Geister und Liköre aus dem Hause Prinz zur Lippe überzeugen. Von Zadel aus führt der Weinwanderweg durch den Goldwald zum Schloss Solzlitz. Dort werden wir dann auch heute 16 Uhr abgeholt. Die sächsischen Weinwürfe sind in Diesfahr Solzlitz der Endpunkt dieser Weinbergswanderung. Die vielen Weingüter und Weinrestaurants in Diesfahr und Solzlitz bieten kulinarische Köstlichkeiten und natürlich den sächsischen Wein an. Am besten schmeckt der Wein da, wo er wächst. Dann nach Transferservice nach Meißen. Gut.
lange ich da noch bleibe. Ich muss noch nach Hause fahren, das ist leider auch hier. Herrlich, oder? Ja. Ja. Das der zu Ort hätte ich ja nicht mehr. Ja, sehr schön. Genau, sehr schön. Ja. Wenn Sie in Ruhe verkostet haben, können Sie auch gerne durch die Ausstellung laufen. War klar, wenn ich filme, dass dann alle stehen bleiben. Die klauen hier die Weintrauben. Die Weintraubenklauer sind unterwegs. Hier ist wieder Mais. Auf Klo. Auf die Weinbergtoilette, hat sie gesagt, muss sie. Ah, nix. Wir sind kurz vor Diesbach-Seuslitz am Ende unserer Radtour. Da unten hört man schon Musik. Das ist der Anfang vom Federweißenweg. Man hört schon Musik von der Federweißen Meile. Danke fürs Warten. Bitte, bitte. So, wir schwenken wieder zurück in die guten alten 70er, mit dem Stück von Anfang an. Lebe den Wolf und verschütteln sich Me and You and the Dawn of Me. Thank you.
Das ist cool. Das ist geil. Christine hat Sauerbraten, Lutz hat Schaf, Dieter hat Bauernfrühstück, Peter hat sein Nationalgericht, genau, Sülze, Regina hat Putenschnitzel, Christine hat Salat mit Pute und ich habe leider nur Fisch. Letztes Frühstück in Meißen. Sonntagsfrühstück in Meißen.